Servus aus Oberpfalz. Ich bin am Weih unterwegs, weil ich schaue, was so los ist. Und habe mir gedacht, hey, das mal wieder einen Vlog. Weih habe ich ja schon lange keinen mehr gemacht. Hier habe ich, mal wieder einen Vlog. Ja. Problem ist halt, war eigentlich bloß immer, ich war ja schon draußen. Ne? Aber dann habe ich halt das nachts gemacht mit meinen blöden Videolampen. Und dann, ja, habe ich nichts gesehen. Habe ich dann halt aufgegeben. Ne? Aber heute ist Tag. Tag ist heute. Wir haben 2 Grad. Und ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Was mich gerade interessiert, draußen, ja, ist, wann es denn losgeht. Ich war jetzt letzte Nacht unterwegs. Schon seit Tagen ist so, dass halt die Eulen rufen. Ja. Die kann man eigentlich immer hören, aber die balzen halt um die Zeit. Eigentlich Ende Januar erst. Aber jetzt sind sie ja schon dran. Es ist jetzt quasi eigentlich noch gar nicht Ende Januar. Das ist ein Weihnachtsbaum, aber der geht jetzt nicht um mich. Ja genau, also die Nächte haben quasi durchhalt von den ganzen Eulen. Der Schreier, der Waldkatze und so. Und habe ich halt letztens einen Eisvogel gesehen, den ersten quasi heuer. Also die haben immer da, aber ich habe halt immer, was ich halt immer so, das Jahr geht ja los und ich sage dann immer, das ist jetzt quasi der erste Reiher und die erste Biene und war halt mein erster Eisvogel. Aber zurück zum Thema, wann es halt losgeht, weil wir sind ja eigentlich nur mitten im Winter, bloß kommen dann die Winterlinge raus und halt die Schneeglöckchen und so. Und habe jetzt letztens auch geschaut, ob ich so einen Winterling sehe. Habe ich aber noch keinen gesehen. Aber alles in allem bin ich halt gespannt, wenn es denn jetzt halt einfach da draußen so losgeht. Ja. Das ist auch so ein Eisvogelweiher. Ich habe meinen Camcorder dabei. Aber den hätte ich mir glaube ich schenken können. Weil wenn ich den Eisvogel jetzt sehe, bis ich den dann rausgerusche, ist er ewig. Aber schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das ist so eine riesen Weiherkette, weil ich unterwegs bin. Das ist quasi durch den Wald. Ja. Und ja, so ist das. Wir haben die ganzen Weiherhütten bei uns halt. Die ums Eisler. Naja, und die steigen jetzt halt da immer weiter oben. Ich habe letztens so Flächen angeschaut, so Waldflächen, so Moorgebiets-Waldflächen, keine Ahnung. Jedenfalls war alles so schneebedeckt. Hey. Und ich renne da durch den Wald. Schauen jetzt auf. Ich habe schon gesehen, dass überall so Torfmoose haben. Ja, also Moorgebietszeug halt. Ne? Hey und geht ein und macht's wusch. Und ich war quasi bis zur Hüften in die Moor gesteckt. Alter, war noch nie passiert. Ja, da habe ich geschaut. Hey. Yeah, Alter. Das war echt krass, du. Das war krass. Hab ich quasi jetzt in letzter Zeit nur einmal wegen ins Boot holen, quasi 2 so Weiher angestaut, die wir halt haben für Amphibien. Also quasi so für die Frösche und so. Ja, damit sich der Wasserstand halt erhöht, ne? Da tut man dann halt so Brillen in den Mönch rein und dann erhöht sich der Wasserstand und dann ist der Weiher bespannt, wie man sagt. Ja. Und wenn man das Gegenteil macht, dass man quasi im Winter halt von dem Mönch die Brillen rauszieht, dann senkt sich ja der Wasserspiegel, gell? Aber die Eisdecken, die ist ja nur drauf. Und dann ist so, dass die Eisdecken sinkt ja dann nach unten, das heißt, das Eis bricht. Und wenn dann so Eis bricht über so einen kompletten Weiher, hey, das macht dann so tschung, hey, es ist geile Scheiße, hey. Ever super, hey, ohne Krampf, du. Also das ist quasi so ein Mönch, ja. Können wir mal schauen. Können wir mal schauen. Und der Eger, dass die Bredel wachst, ist so eigentlich wieder im Endeffekt an der Weihe. Ist aber eigentlich fachlich falsch, weil
ich sage zu allem Weih. Ja. Aber der Unterschied zwischen einem Teich und einem Weih ist das, dass ein Teich ja so einen Auslass hat, quasi so ein Mönch. Und der Weihe nicht. Aber ist mir doch wurscht. Ja. Bei mir ist das Weihe. Muss es einmal googeln. Apropos Weihe, da ist jetzt gerade eine Silberreihe weggeflogen. Ja, jetzt ist er aber weg. Jetzt kommt richtig Zunass da hinten. Der wird blau. Das ist also ein Hexenhaus. Kommt die Hexe raus. Aha. Hey, du. Ja, die Reihen weggeflogen, war eine Silberreihe und eine Graureihe. Also die Silberreihe ist weiß, ja. Und die hat so ein silbers Augenlidstrichel da. Darum heißt sie Silberreihe. Und der Graureihe heißt Graureihe. Obwohl die eigentlich grau ist, war ja eher Silber wie der andere, aber es ist ja wurscht. Das ist so, also das ist jetzt nicht die Sumpfbiber-Habitat, aber da hockt er einmal drin. Ja. Und der Eisvogel. Aber habe ich noch keinen gesehen jetzt. Alles mir jetzt letztendlich wurscht. Das ist ja so ein idyllisches Rohr. Das ist nichts für die Kalten, gell? Aber das glaube ich ist ein Speckstein. Voll cool, hey. Da. Ja, krass, hey. Ja, da geht jetzt der Weg links und rechts, ja. Aber ich will nicht den Weg gehen da, sondern ich gehe quasi den durch das Gestrüpp da, ne? Weil ich mich da erinnern kann, dass da halt so ein Hexenhaus ist. Ja. Oder war zumindest. Und jetzt schauen wir mal. Und dann komme ich von hinten. Und dann komme ich von hinten an den Weihdamm. Da schreien die Raben. Und das ist so eine alte Hütte halt. Und dann kommen wir dann von hinten über den Damm. Ja, wird es mir schon nicht eher. Das ist quasi das Haus da. Aber ich glaube, da ist sogar so ein wie ein Eiszapfen drauf. Da geht's so, ich habe jetzt, das habe ich leider verpasst, gell? War es so richtig kalt und habe mir gedacht, fahre ich also so Eiszapfen an Felsen fotografieren. Und dann haben wir gedacht, das ist nichts, weil dann ist wieder wärmer gewesen. Und gestern hat er im WhatsApp-Status so Eiszapfen drin gehabt. Habe ich geschrieben, so, hey Alter, ist das von heute? Sagt er, nein, von letzter Woche. Denke ich mir, grüße fix, Alter. Hätte ich doch selber schauen können. Aber schauen wir mal, wie das jetzt verläuft. Ich meine, das wird jetzt dann noch auf jeden Fall wieder kalt. Ja, und dann bin ich im Wald hier. Also ich habe ja geplant, dass ich jetzt da umgehe. Gell? Aber für den Milliardstelteil einer Millionstel Sekunde war ich unschlüssig, ob ich nicht da gehe. Ja, und jetzt gehe ich quasi da. Das ist leider so Erlenwald, also Moorweihezeich. Und das ist der Mönch. Da haben zum Beispiel keine Bredeln drin. Ja. Wenn man jetzt das voll Wasser machen will, dann muss man da Bredeln nicht. Also je höher du die Bredeln setzt, die liegen sogar daneben, desto höher wird das dann. Das füllt sich dann auf, weil er deren Zulauf hat. Also das läuft von dem Weiher über. Ne? Und ich stehe auf dem Weiherdamm. Ja, und jetzt gehe ich aber an die Hütten vorbei und dann so rauf. Da kommen noch mehr Weiher. Es ist ein riesen Gebiet, ja. Quasi. Das größte Weihergebiet von uns, oder Teichgebiet, ist ja quasi die Tirschenreuther Teichpfanne. Aber das ist sehr weit weg, ja. Und dann die größten Weiher von der Region haben halt unten im Charlottenhofer Weihergebiet halt in Schwandorf. Aber die eigentlichen Perlen haben so kleine Weiherketten halt, weil da triffst du ja keinen. Ne? Jetzt wenn es Samstag ist zum Beispiel, ne? Um 2 Nachmittag, dann haben da viele Leute unterwegs. Und da ist halt niemand unterwegs, ja, ich halt. Ne? Und ich feiere sowas. Ja, genau. Ruhe ist da. Schön, gell? Da habe ich 3 Bier im Auto. Ich war nämlich gestern in Kaufland 3 so Bixenbier gekauft.
weil ich die probieren will. Weil ich trinke gerne mal ein Bier. Und ja, haben wir gedacht, kannst du da mal so bixen halt. Und die liegen im Auto. Die waren jetzt quasi eiskalt. Ja, aber die haben halt im Auto, ne? Sonst hockert jetzt da ich mit dem Bier halt. Ne? Aber naja, so renne ich halt da umeinander und folge dem Faden, Alter. Ja, ins Nirgendwo. Oder auch ins Irgendwo. Weil ich bin ja quasi exakt da, wo ich sein soll, wenn ich es bin. Ja, das ist quasi eine Sinnfrage. Das geleitet uns schon durch den Wald. Ja. Aber ich habe kein Bier dabei. Den Ameisenhaufen. Und jetzt schauen wir da mal weiter. Also ich halt. Das ist ja so das Gute, weißt, beim einfach unterwegs sein. Da muss ich gar nicht wissen, wo ich hingehe. Ich gehe halt einfach umeinander. Dann sehe ich es schon. Das ist nämlich entschleunigend, weißt. Weil wenn du nämlich jetzt ein Ziel hast, ich meine gut, mein Ziel ist halt im Endeffekt dann wie das Auto. Aber so kann ich quasi hingehen, weil ich mache. Geh links, bin links. Geh rechts, bin rechts. Und hätte ich Bier dabei, dann darf ich jetzt davon ein Bier trinken. Aber ich habe leider kein Bier dabei. Ich habe aber auch keine Taschenlampe dabei. Das heißt, wir haben jetzt da von Franz in dem Waldgebiet. Was ich nicht mache, weil jetzt ist es ja erst kurz nach zwei. War blöd. Aber gestern war zum Beispiel sternklare Nacht. Der Mond am Himmel, Leute. Einmal frei, du. Der Klopf, der Specht, hörst du eh nicht, ist egal. Jedenfalls ist ja das so ein Baum, ne? Und da fällt die Rinden. Jetzt ist da so ein Nest drin, von so einem Insekt, gell? Und da ist auch so ein Nest drin, von so einem Insekt, ja. Ich will dir das was sagen, dass das quasi Chaos ist. Das ist wurscht, da kommt eh nichts mehr hin, ne? Und in dem Baum haben ja quasi so Löcher drin. Ja. Also da sind so Löcher drin. Und das ist jetzt nicht, das ist jetzt bloß ein Beispiel. Aber da schlüpfen ja, da gehen ja die Insekten halt nicht, ne? Und darum bauen manche Menschen mal dann so ein Insektenhotel. Und zu dem zeigt er dann noch was. Weil der Baum ist so und so geht quasi das Loch da rein. Ja, okay, also so, ne? Aber wie gesagt, komme ich dann nochmal drauf. Ich will dir ein Beispiel zeigen. Ich hoffe, dass da vorne so ein Beispiel kommt. Das ist ein anderes Beispiel. Also der Baum geht ja quasi nach oben, ne? Ja? Und das Ding geht so rein. Also quasi so, ja? Davor kommt auch noch eine Weihe hinten. Ist da wieder eine Weihe hinten. Und da ist eine Weihe hinten. Das ist Weihe Romantik. Hey. Jetzt gehen wir an dem Hinterl da vorbei. Ist gut, so schießt du. Ja, da ist die Frage, ob ich jetzt sassig komme. Weil ich habe ja kein Bier dabei. Okay, da habe ich Lagerfeuerplatz. Das Weih hinten. Und das Weih hinten. Und das Gebiet geht quasi nur ewig hinten. Aber jetzt gehe ich nicht rechts, sondern links, weil ich mich da um. Ist mein Auto. Und was ich da gerade noch zeigen wollte, mit dem Baum und dem Loch drin, das kann ich jetzt nämlich da vorne zeigen. Da liegt nämlich das, was ich dir zeigen will. Du hast ja den Baum gerade gesehen, gell? Da waren quasi die Löcher alle da drin. Ja, und die sind da reingegangen. Also quasi so in den Baum. Ne? Und vielleicht machen sie so ein Insektenhotel. Da wird dann halt so ein Baumstamm runtergeschnitten, dass du halt so ein Ding hast. Und dann bohren die da vorne die Löcher rein. Also die natürlichen Löcher quasi für die Insekten, die durch den Specht und so entstehen. Die ging ja quasi so rein ins Holz. Und die, was der Mensch meistens macht, weil er so ein Insektenhotel bastelt, der macht es dann so rein, ja. Und das Problem von der ganzen Geschichte ist halt das, dass wenn der da ein Loch rein bohrt, dann franzt das Loch aus, ja. Also das franzt quasi aus, die Faser, ne. Und so eine Wildbiene ist ja weich und flauschig und hat so Flügel und so. Und dann kann sie die verletzen. Also wenn die da rausschlupft, ja. Aber wenn das Loch quasi so in die Faser bohrt wird,
dann ist das quasi nicht so. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt am Platz gehen kann. Ja. Vielleicht verstehst du das, was ich meine, vielleicht verstehst du es nicht. Ja. Wenn nicht, schreibst du es mal drunter. Und wenn du einmal so ein Insektenhotel baust, dann bohr nicht so ins Holz rein, sondern stell da quasi so einen Block hin und dann bohrst du da überall die Löcher rein. Genau, also in diesem Sinne, danke fürs Anschauen aus der Oberpfalz, Alter, aus Amberg. Bis zum nächsten Mal, mein Vlog aus dem Wald. Ja, tschüss.